Hallöchen Leute, da bin ich wieder, Conny von Panico Centurio, dem Kanal für Gaming, Fun and More. Wir sind mal wieder in Spec Ops The Line. Und diesmal ist der schöne Sniper hier wirklich am Snipe. Und zwar guckt der noch irgendwo da unten, keine Ahnung wohin. Aber das soll uns nicht interessieren. Wir spielen weiter die Kampagne und sind... Oh, was haben wir denn hier? Ein sehr schönes Tennisfeld. In grün auf einer großen, runden Plattform, an dem Leichen hängen. Okay. Wer kümmert sich um den DJ? Was meinst du damit? Der hat keinen Nachfolger. Wir klauen ihm sein Mikro. Drei wie wir gegen einen Fettarsch mit dem iPod. Das macht mir keine Angst. Man muss mit allem rechnen, Adams. Anpassen und gewinnen, Mann. Hey, alles was nötig ist. Wohin jetzt, Logo? Nach Norden, über die Dächer. So, Weg sein. Klingt Kapitel gut. 12. Langsam, da kommt ein Heli. Oh nee. Glaub nicht, dass der uns sucht. Hör, wär mal was Neues. Wo will der hin? Zum Funkturm höchstwahrscheinlich. Verstärkung. Toll. Das hat uns noch gefehlt. Hey, sei doch dankbar. So bleibst du in der Übung. Das ist gut. Das ist natürlich wahr. So bleibt er in der Übung. Klingt nach Scharfschütze. Ziemlich nah dem Sound nach. Seid vorsichtig. Was gibt's? Schon wieder Unruhen. Die scheiß Zivilisten drehen durch. Genau wie beim allerersten Sturm. Alles für die Katz. Wir bauen alles wieder auf. Wozu denn? Wird ja keiner mehr übrig sein. Ja, bist du scheiße drauf heute. Ich brauche eine Zigarette. Hat Crosby heute Dienst? Nicht entdeckt. Ja, schiebt Wachdienst auf zwei. Zieh mir sonst Arsch, ich will sofort meine Fluppen haben. Sonst Shepard's. Ist dich beruhigt? Los, komm mit, Logo. Oh. Ah, verdammt! Jetzt wissen Sie Bescheid! Warum kann ich abschießen? Gut, Leute, also, jetzt würde ich mal sagen, geht's richtig los. Meinst du, ich hab Angst vor euch? Ich sag dir, was kommt. Nicht ich hab euch am Hals, sondern ihr mich. Ah. Ich lade nach, haltet sie unten! Sag mal, wo schießen die denn hin, ey? Wow, so geile Mucke! Oh yeah, baby! Die Waffe ist hier sau genau! So Leute, also ich würde sagen, willkommen hier im dubaianischen Krieg! Na komm mal, Schnauzer! Oh, nicht gut, nicht gut. Dann würde ich einfach mal sagen, willkommen im dubaianischen Krieg! Wir sind... Wie heißen wir eigentlich nochmal? Walker! Wir sind Captain Walker! Von einem Delta Squad! Ja, wow, Hilfe. Muss ich erstmal wieder umgewöhnen, erstmal wieder einspielen, damit wir hier nicht immer 20 Mal sterben werden. Aber das werden wir wahrscheinlich trotzdem gleich spielen. Da. Nicht in der. Wie ich in der letzten Aufnahme schon gesagt habe, wird das wahrscheinlich die letzte Aufnahme sein. Denn wir suchen ja jetzt schon den Funkturm. Ich hoffe mal, dass es langsam aber sicher die letzte Aufnahme sein wird. Weil, nee, keine Ahnung. Eigentlich ist es im Moment relativ... Oh, jetzt bin ich tot. Wow, ich bin so ein Profi, ey. Ich stehe hinter einer Deckung und nutze sie nicht, ey. Ich bin echt der Babo. Der Babo. Jetzt sind sie am Boden, die Arschlöcher! Los! Soldaten auf der Seilrutsche! Was? Soldaten auf der Seilrutsche! Nicht gut, nicht gut, nicht gut! Und bleib liegen, verdammt! Ey, ey, ey! Alter, ey! Bewegt sich! Ja, wo denn? Na, jetzt schießen die da schon wieder. Auf was auch immer. Scheinbar sind da hinten ja wirklich Gegner. Auf jeden Fall sind hier vorne. Wäre ein bisschen komisch, wenn sie hier vorne die abschießen können. Weil die hier sind eigentlich ja, zwischen meinen Kollegen und dem hier war nämlich eine Wand. Eine Wand. Das ist kein Freundschaftsbesuch. Naja, vielleicht haben ja meine Kollegen hier ein bisschen Wallhack, das kann ja sein. Ich hab euch am Hals. Feind ausgeschaltet!
Ja, aber da hat der eigentlich der Moderator schon recht, ne? Weil eigentlich haben wir ihn schon am Hals, der Blue. Denn ich denke mal, dass er genau weiß, wo wir sind. Allein, weil das er hier hört, weil er schickt wahrscheinlich auch die ganzen Soldaten. Das ist jetzt natürlich eine... Was, da kommt noch eine Welle rein? Ja, gut. Das ist jetzt natürlich eine gute Frage. Gegner erledigt! Was ist der wirklich? Ist das ein Kollege? Oder ist das ein alter Freund? Und warum genau macht er das? Will er sein eigenes Reich hier aufbauen? Sein eigenes Kriegsreich? Oder... Was genau will er damit? Das ist die Frage, die wir hier herausfinden müssen. Wir müssen weg, sonst geht gar nichts. Schalt die verdammten Scharfschützen aus. Oh! Wow. Logo! Scharfschützen! Ah, Logo! Mach doch mal! Ah. Er ist tot! Scharfschütze auf dem Dach! Mach den kalt! Ja, wir behalten das erstmal. Das müssen wir natürlich sehen. Wo ist der dritte? Logo, Scharfschütze auf dem Vorsprung. Wir helfen uns einfach. Wir helfen unseren einfach. Wir drücken einfach die Maustaste. Und der wird dann. Durch die Maustaste wird das dann schon erfasst. Okay, gut. Dann wollen wir doch einfach mal gucken, wo noch einer ist. Da ist noch einer. Wow, wow, wow. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. So, super. Noch jemand? Wir können los. Nö, gut. Dann würde ich mal sagen, Joe Animo! Das ist ein Fehler, Walker. Sie kriegen diese Menschen nie durch die Sturmwand. Ich muss es versuchen, Colonel. Ist der einzige Weg. Dann reißen sie alle ins Verderben. Oh, Scheiße. Bam! Oh. Was hast du? Adams? Das kannst du nicht machen! Nicht! Wow. Oh Gott! Was hast du getan, Walker? Ich hab nicht aufgepasst. Hey, kann passieren. Na komm. Ja, wer war das denn? Ich habe mir jetzt vorgestellt, dass Scout, dass es jetzt Adams war, und Scout. Ja. Aber jetzt mal so blöde Frage: Wie waren das? War wahrscheinlich ein US-Amerikaner, aber waren die nicht sonst immer böse zu mir? Oh, schicke Hunde. Hallo? Ich höre ja, was ihr treibt. Und da muss ich mich schon fragen: Wer schlägt diesen Menschen den Kopf ein? Mit einer Knarre noch dazu. Wie unnötig und unpraktisch. Lach nur, solange du noch kannst. Von mir aus gern. So, wir sind hier runter. Ich hab mein Kaugummi verschluckt. Unser Hochhaus. Ja, genau. Rücke zum Funkbüro. Shit, die müssen weg, bevor wir rüber können. Kein Problem. Adams, du ortest sie. Lugo und ich schießen sie ab. Astreiner Plan. Such dir einen aus, Captain. Ich nehme den anderen. Ich warte auf dich, Captain. Bam! Ein. Legen Sie um! Mehrere Scharfschützen in Sicht! Bei der Touchfeld! Bam! Ich hab ihn gemocht. Na los, Lupo, schieß ihn ab. Rechts! Bam, Nigga! Bam! Ah, ah, nicht gut. Der ist dann scheinbar hinter dem Schutzding, ne, mal wieder. Aufpassen! Oh, hat doch eine Rakete geflogen. Wow. Vorsicht! Puff! Und daneben. Oh! RPG bei der Tanzfläche! Tango! Da kam noch eine Rakete geflogen. Muss man über Deckung gehen, Leute, ne? Wenn ihr das seht, würde ich euch einfach nur so empfehlen, in Deckung zu gehen, weil es könnte mal ein bisschen schmerzhaft sein. Ja. Bam! Habt ihr das gesehen? Alter!
Headshot! Ah. Frau und Kinder! Denkt denn niemand an die Kinder! Wow, laber nicht so viel Scheiße, ey, hier, ich bin... Ey, was rutscht du vor mir runter? Alles wieder sauber, ja? Ich bin der Captain, ey. Ich irgendwas mache hier am Rutschen? Nö, ich kann nur gucken. Oh. Ah, von den Wichsern erwischt. Eine Wassermelone, nachdem Gallagher sie in die Finger gekriegt hat. Ah, so komisch, der Mann. Oh, Mann. Woher kommt nur all die Gewalt, Leute? Liegt's an den Videospielen? Jede Wette, die sind schuld. Ja, wer spielt denn heutzutage noch Videospiele? Bäm. Bitches. Die Zeit drängt, Gentlemen. Conrads Verstärkung ist wahrscheinlich schon unterwegs. Sharky! Der Sender muss in 0, nichts laufen. Klar? Nur keine Sorge, ich verstehe mein Handwerk. Ah, das hoffen wir doch. Eine Shisha. Ein Affe. Da ist gerade, meine ich, etwas gehört. Da ist Munition. Oh, was haben wir denn hier? Enjoy your drink. Fontaine. Geil. Richtig geil. Na komm, bleiben wir doch mal. Erstmal auf dem MG. Ich denke mal, dass jetzt hier wahrscheinlich ganz viele Gegner kommen werden. Ah, Geheiminventurs. I, anhören. Unser Lieblings-DJ war ein gewisser Robert Darden. Schrieb jahrelang für die Rolling Stone, er war Spezialist für flockige Promi-Stories. Er drehte wohl zu der Zeit durch, als wir hier ankamen. Aber liest man seine Notizen, hat er es vorher mit richtig seriösem Journalismus versucht. Er schrieb über die Evakuierung, Vertuschung, menschliche Tragödien. Vielleicht war er durch den Durchgang mit Soldaten vernünftig geworden. Wer weiß. Aber es ist ein Jammer, dass dieser Darden seine Deadline verpassen wird. Der Preis unserer Mission steigt und steigt. Okay, Leute, ihr habt's gehört, dass dieser gestorben ist. Also das heißt, es gibt einen neuen. Was ist das denn? Achso, das ist das ist eine Wasserspritzpistole. Ich dachte, es wäre eine Schrotflinte oder sowas. Hallo? Hallo? Na du? Hey Jungs! Das ist doch nicht echt. Ich meine... Die Uhr läuft, Logo. Bin dabei. Muss ein Spezialteil. Kann Weilchen dauern. Was ist das? Sind das Stimmen? Ganz ruhig, G.I. Joe. Ist nur ein Wolkenech. Wir hören das hier andauernd. Ein was? Ein Signal, das von der Sturmwand abprallt. Hey! Hört euch den Streber an! Ah, steht so im Lehrbuch. Sie haben dieses ganze Sendersystem aus Ersatzteilen zusammengeschraubt. Beeindruckend. Ach, naja. Also, das haben jetzt Sie gesagt. Ich sehe, Sie haben den Sender verstärkt. Aber wie weit reicht das Ding wirklich? Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter! Oder bis zur Sturmwand? Ist dasselbe. Bullshit. Oh, ihr Kleingläubigen. Sie sind live und auf Sendung, mein guter Mann. Sagen Sie was. Wow, das ging leichter als erwartet. Danke. Bleib mir vom Leib, verdammt. Hast du den Verstand verloren? Bist du wirklich so scheiß naiv? Wegen ihm hatten wir ständig die 33. am Arsch. Der hätte uns nicht einfach abziehen lassen. Ich hab getan, was nötig war. Das hast nicht du zu entscheiden. Leck mich. Ich hab's getan. Schluss jetzt. Wir klären das später. An alle, die mich hören. Ich bin der Commander der US-Evakuierungskräfte. Wir sind hier, um sie zu retten. Aber zuerst wird die 33. für ihre Taten bezahlen. Sie enttäuschen mich, Walker. Sehen Sie nicht. Niemand verlässt Dubai. Ich hab's versucht. 1300 Männer, Frauen... und Kinder, tot. Wenn Sie nicht aus meinen Fehlern lernen wollen, kann ich absolut nichts mehr tun. Ihr Blutzoll ist hoch genug. Leben Sie wohl.
Scheiße! Entdeckung! So viel zur Evakuierung. Und jetzt? Verdammt! Wir kommen nur mit dem Heli hier raus. Aber wir müssen an einer Menge Kanonen vorbei. Ins Hochhaus! Los! Ihr zwei geht, ich gebe euch Deckung. Vergiss es! Keine Widerrede jetzt, haut ab! Er hat recht. Los, kommt!